Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Mhm. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Oh Gott, wo soll ich das denn herbekommen? Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polo-Trophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Ah. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Drogelbecher vorbeikommst. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendwie vor seinen Gedankenlesekräften schützen, aber... Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Ach so, das heißt, wir müssen also irgendwie schauen, dass wir in die peruanischen Minen da runterkommen, ja? Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ja, gut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Wir müssen also erstmal gucken, dass wir bei dem Adrian weiterkommen, dass wir dem seine Medaille bekommen. Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Na, ich weiß nicht so ganz. Trauen tue ich dem ja nicht, ne? Der ist schon ein bisschen... Riss die Freiheit. Bisschen gruselig, der Typ. Aber er scheint ja einen guten Plan zu haben. Okay, hier geht's nicht rein. Aber da geht's weiter. Ah. Was ist denn mit denen? Warum tragen die einen Pullover? Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Ja, irgendwie schon, ne? Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier...
hat als einziges ein Laken. Ah! Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Tja, das weiß ich auch nicht. Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Pass auf. Wir müssen denen jetzt mal helfen, ja, hier. So? Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Freiheit. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja, ja, natürlich. Ihr wollt ein paar Chips? Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein, man sollte keine Chips im Bett essen. Die krümeln nur das Laken voll. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Oh, das ist aber... Es ist aber sportlich hier. Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Okay. Was war das nochmal? Ah nee, das ist... Ich wollte eigentlich... hier rein? Ah, ja. Hat man hier nicht irgendwie noch ein paar Laken? Ich trage doch schon Wäsche. Ja, aber die brauchen doch einen Laken. Oder nicht? Neues. Oder auch nicht. Okay, warte mal. Die sind weg? Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Ja. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt das in die Wäsche. Ne, ist noch da. Ja. Ich weiß sonst nicht, was wir hier noch machen sollten. Ich würde mal sagen, wir fahren erstmal ein bisschen weiter, oder? Schauen, was noch so. Und los geht's. Was noch so kommt. Hallo, Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Ja, nee, wir kennen uns doch schon. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Oh. Ach so, hier müssen wir... Okay. Hier müssen wir aktiv aussteigen. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Deswegen haben wir das mit den Chips gemacht, ne? Nein, ich will vielleicht nochmal Wäschelift fahren. Oh ja, und dann Autoscooter. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Ah, jetzt ist hier nichts, oder wie? Warte mal. Nein, ich wollte... Gut, dass die da... Sonst hätte... Ich wollte den Stift benutzen. Ja, sehr schön.
Hallo, Edna. Hi. Willst du nicht deinen Stift reinigen? Nein. Ich weiß nicht. Warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Heute ist nicht Waschtag. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Ja, aber... Das sind... Ne? Heute ist nicht Wasch... Ach, schade. Ja gut, dann... Gehen wir durch die Tür. Dr. Marcel, ist klar. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa Aushang. Okay, hier ist eine Treppe. Da steht Willkommen drauf. Ja, weiß ich nicht. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Im wahren Leben liegen Schlüssel nicht unter den Fußmatten. Nur zur Sicherheit. Wusste ich's doch. Ach, schade. Ich hasse diese Dinger. Es ist an diesem Riegel befestigt. Ah, hier geht's noch weiter. Was haben wir hier für eine Tür? Ah, da ist die Küche. Warte mal, wo geht's denn hier weiter? Ach so, dann kommen wir wieder nach oben. Nee, warte mal, dann würde ich am liebsten erstmal hier runter, weil irgendwo unten sollten doch diese peruanischen Bernsteinminen sein. Oh, was haben wir denn hier? Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur, der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Postkarten sind eigentlich ziemlich nutzlos. Ich wollte die anmalen. Wenn ich hier raus bin, schreibe ich Dr. Marcel eine Postkarte aus der Freiheit. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Okay, jetzt haben wir eine Anmeldung. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Also, erstmal Bienen. Bienenmann. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Das ist aber eine komische Akte. Was finden wir bei Adrian raus? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ha, okay. Es sind jetzt nicht so die guten Infos. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay, also Bienenmann 1, Adrian 2, Droggelbecher 3. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter.
Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Aha. Ja, es klingt schon so ein bisschen nach Rätsel, ne? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Ja gut, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter um. Das sieht hier so nach Sicherheitstür aus, ne? Ach, hier mit dem... Weiß ja nicht. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Okay, können wir das mitnehmen? Schade, das lässt sich nicht abbrechen. Och. So eines hätte ich nur allzu gerne gehabt. Ja, aber vielleicht können wir das anmalen? Noch immer Überdruck. Schnell, lass uns irgendwas vollkritzeln. Ja. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Noch immer Überdruck. Oh. Schnell, lass uns irgendwas vollkritzeln. Immer Überdruck. Ein richtiges Inferno. Okay. Ein richtiges Inferno. Aber was können wir da reinschmeißen? Man nannte sie auch Feuerstift. Sie konnte ganze Bibliotheken mit einem einzigen Apostroph in Schutt und Asche schreiben. Okay, also da können wir irgendwelche Sachen verbrennen. Das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Könnten das hier zufälligerweise die peruanischen Bernsteinminen sein? Finden wir hier Ton? Oh, verbogener Löffel. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Furchtbar. Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Ach so. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Oh. Es sind Ex-Löffel. Ach so. Sag mal, wir haben uns ja lange nicht mehr mit Harvey unterhalten. Ich hatte ja was zu sagen. Hallo Harvey. Hallo Edna. Hi. Was gibt's? Also, nichts. Ach nichts. Vergiss es. Schade. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Oh. Hallo? Jemand zu Hause? Ah. Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kapier ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Ja, das ist natürlich genau die Erde, die wir brauchen, ne? Die Tonerde. Jetzt ist mir natürlich eingefallen hier der Wirt, ne? Der in der Kneipe, der hatte doch einen Riesenlöffel. Aber ich weiß noch nicht, wie wir da drankommen sollen.